Mölders. Sie waren heute wieder mal der große Matchwinner. Scheiße. Ja, aber kann passieren. Gut, dann brauche ich jetzt gar nicht mehr fragen, wie es heute noch weitergeht, wenn es hier schon so feuchtfröhlich ist. Feuchtfröhlich, ja. Feuchtfröhlich. Dieser Verein ist heute wieder zum Leben erweckt worden. Die ganze Saison haben wir uns den Arsch aufgerissen mit all den Leuten, die hier sind. Und jetzt haben wir den Lohn dafür bekommen. Guck dir das an. Wie geil ist das? Einmal Löwe, immer Löwe. Sobald du hier mit diesem Virus infiziert bist, kannst du nicht mehr loslassen. Und das siehst du hier in der Kurve, das siehst du auf der Trainerbank und das siehst du in der Mannschaft. Ganz München steht Kopf. Weil die Nummer 1 der Stadt sind wir. Ganz München steht Kopf. So gehen die Bayern, die Bayern liegen so. So gehen die Bayern, die Bayern liegen so. So gehen die Löwen, die Löwen. Herr Birovka, Sie sind mittlerweile trockener als ich. Die Party wird heute groß, vermutlich. Ja, ich gehe mal davon aus. Also momentan, Grütze fix jetzt. Kaum habe ich es gesagt. Ja, jetzt habe ich mal zum fünften Mal ein T-Shirt angezogen. Nee, ich glaube, das ist einfach wahnsinnig emotional gerade. Also ich merke auch bei den Jungs, die haben uns durch die Regionalliga durchgefightet. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht wirklich daran geglaubt, dass wir in zwei Spielen Saarbrücken schlagen können. Ich habe aber einfach an die Mannschaft geglaubt, an den Charakter. Und meine Jungs haben mich dementsprechend bestätigt, dass die Mannschaft, das ist einfach eine Wahnsinnsmannschaft. Ich stand in der. Also im Sommer war es Wahnsinn. Also es war, hat sich angefühlt, als wenn der Verein gestorben wäre. Und dann ist diese Mannschaft gekommen und hat den Verein wiederbelebt. Und das ist eine große, große Leistung von dieser Mannschaft.